Hallo, herzlich willkommen zu meinem nächsten Video über Wahrscheinlichkeitstheorie. Hier schauen wir uns Wahrscheinlichkeitsdichten an. Was muss für Wahrscheinlichkeitsdichten gelten? Erstens muss gelten, dass die Funktion von R nach R plus abbildet, das heißt, sie bildet nur einen positiven Bereich ab. Und als zweites muss gelten, dass wenn wir über Gesamt-R integrieren, über die Dichte, dass dann 1 rauskommt. Als nächstes schauen wir uns Verteilungsfunktionen an. Die sind definiert über Wahrscheinlichkeitsdichten und hier ist es so, dass die Verteilungsfunktion an der Stelle t, das Integral von minus unendlich bis t über die Verteilungsfunktion von x ist. Und warum macht man das Ganze? Das sehen wir jetzt hier. Also verschiedene Dinge, die wir damit tun können. Jetzt schauen wir uns zuerst an, dass eine Zufallsgröße reellwertig ist. Und dann ist die Verteilungsfunktion von x ist dieselbe wie die Wahrscheinlichkeit, wie dass x kleiner gleich t ist. Und das ist dann die Verteilungsfunktion von x. Und x hat eine Wahrscheinlichkeitsdichte, falls man die Verteilungsfunktion als ein Integral über eine Funktion f von 0 bis t ausdrücken kann und das sozusagen dasselbe ist wie die Wahrscheinlichkeit für das Urbild von der Menge von x von minus unendlich bis t. Wenn wir im Diskreten sind, dann haben wir die Verteilungen p von x gleich k, das nennen wir auch oft pk und das sind Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Also wir haben jetzt Dichte, Verteilungsfunktionen und Verteilungen. Im Diskreten sieht man oft Verteilung. Und dann haben wir auch oft noch Bildmaß. Das ist was Ähnliches wie die Dichte. Jetzt können wir uns x mit einer Wahrscheinlichkeitsdichte anschauen. Und hier ist es so, die Wahrscheinlichkeit von a kleiner x kleiner b, also sagen das Urbild von x hoch minus 1 von a, Komma b, nimmt wir ab, ist definiert als Verteilungsfunktion von b minus Verteilungsfunktion von a oder das Integral über ab über die Dichte. Und genauso können wir p von x Element a, also wir schmeißen x hoch minus, in x hoch minus 1 schmeißen wir a rein. Dann ist dasselbe wie das Integral über R über die Indikatorfunktion mal der Dichte oder das Integral über A und dann über die Dichte. Dann können wir mit der Dichte den Erwartungswert definieren. Das ist einfach das Integral über R über x, f von x, also die Dichte dx. Und die Varianz ist einfach dann Integral über x minus Erwartungswert von x, Klammer zum Quadrat dx oder wie wir schon immer kennen. Erwartungswert von x Quadrat, also hier können wir dann auch Quadrat hinschreiben, minus Erwartungswert von x im Quadrat. Dann, wenn wir irgendeine Funktion g haben, die von x und davon sagen, Erwartungswert ausrechnen wollen, dann können wir einfach das Integral über g von x mal f von x dx machen. Und dann können wir uns das anschauen, Erwartungswert von x ist dasselbe wie integrieren über ganz Omega im Urbild. X und Omega dx oder wir integrieren über das Bild und nehmen sozusagen für jeden Bildpunkt ein Urbild, das Urbildpunkt und werfen das in das Maß rein und integrieren darüber über jeden Bildpunkt. Oder wir integrieren über das Bildmaß, was sozusagen hier eigentlich dasselbe ist. Oder wir integrieren über ganz R, über die Dichte eben, die Dichte mal dz. Dann können wir noch den Erwartungswert, das haben wir auch im Diskreten schon gesehen. Da konnten wir den auch mit einer Summe ausrechnen. Und hier können wir auch sagen, p von x größer t dt ist der Erwartungswert. Also, das ist vielleicht eine wichtige Formel. Von x größer t dt oder das Integral von 0 bis unendlich von 1 minus f von t dt. Das sind vielleicht wichtige Funktionen. Und was aber hierfür gelten muss, ist, dass das Bild von x größer 0 ist.
Dann können wir den Erwartungswert von x Quadrat ausrechnen, was wir auch brauchen, zum Beispiel bei der Varianz. Und das ist zweimal das Integral von 0 bis unendlich von t, Klammer auf 1 minus f von t, Klammer zu dt. Das ist zum Beispiel, wenn wir nur die Verteilungsfunktion gegeben haben, dann ist es gut, wenn man darüber dann auch die Varianz ausrechnen kann, wofür wir e von x Quadrat brauchen. Dann haben wir Gleichverteilung. Und bei der Gleichverteilung wollen wir uns die Dichte anschauen. Die Dichte ist einfach überall gleich. Das heißt, wir haben einfach einen Skalierungsfaktor. Das heißt, wir müssen die durch die Länge des Intervalls teilen. Und dann haben wir die Indikatorfunktion, die sozusagen überall, wo die Gleichverteilung verteilt ist, 1 ist sonst 0. Dann haben wir die Varianz und den Erwartungswert. Der Erwartungswert ist einfach a plus b gleich 2. Ist a plus b. Und die Varianz ist a minus b in Klammern zum Quadrat 12. Dann haben wir die Exponentialverteilung. Die ist einfach geschrieben als exp Alpha. Alpha muss dafür größer 0 sein. Und dann ist die Dichte Alpha mal exp von minus Alpha mal t auf dem Intervall 0 bis unendlich oder für alle t größer 0. Der Erwartungswert ist einfach 1 durch Alpha und die Varianz ist 1 durch Alpha Quadrat. Dann haben wir eine sehr wichtige Verteilung, das ist die Normalverteilung, die ist abhängig von μ und Sigma. μ der Mittelwert oder der Erwartungswert und Sigma die Varianz. Dann ist die Dichte davon 1 durch 2 Pi mal Sigma Quadrat, also hier 1 durch diesen Skalierungsfaktor e hoch oder exp von minus t minus Erwartungswert μ und Klammer zum Quadrat durch 2 Sigma Quadrat. Und Phi, groß Phi, ist davon dann die Verteilungsfunktion. Das kann man nicht ausrechnen, da führt man Tabellen oder macht es numerisch. Wir haben die Cauchy-Verteilung. Bei der Cauchy-Verteilung ist wichtig, dass da weder Erwartungswert noch Varianz existieren. Und die Dichte ist einfach irgendein c größer 0 durch Pi 1 durch t Quadrat plus c Quadrat. Und die Verteilungsfunktion ist f von t gleich 1 durch Pi Arcus Tangens von t durch c plus 1 halb. Dann haben wir die Gamma-Verteilung, die ist abhängig von zwei Parametern Alpha und R. Gucken wir uns kurz an, was für die Parameter gelten muss. Die Gamma-Verteilung Alpha und R müssen größer 0 sein. Genau, das können wir uns ja gleich dazu schreiben. Bei der Gamma-Verteilung mit Alpha und R größer 0. Genau, dann, wie ist die definiert? Die Dichte ist definiert durch wieder auf dem Intervall von 0 bis unendlich und wir haben A hoch R durch Gamma von R mal T hoch R minus 1 mal E hoch Alpha T und dann halt auf dem Intervall. Da müssen wir uns trotzdem nochmal angucken, was dieses A ist. Das ist ein Alpha. Genau. Das ist kein A, das ist ein Alpha. Dann korrigieren wir das auch kurz. Ein Alpha hoch R. Und dann gucken wir uns nochmal kurz an, wie die Gamma-Funktion definiert ist. Und die Gamma-Funktion ist definiert einfach durch das Integral von 0 bis unendlich von y hoch r minus 1 e hoch minus y dy, r größer 0. Und Gamma von k ist gleich Gamma, also Gamma von k für k eine natürliche Zahl ist k minus 1 Fakultät und Gamma von r plus 1 ist dasselbe wie r mal Gamma von r. Genau. Dann schauen wir uns noch was an. Wir haben hier f, das ist die Dichte. Dann kommen wir zur Verteilungsfunktion mit dem Integral. Dann haben wir das Bildmaß. Und wir haben das Wahrscheinlichkeitsmaß. Also die hängen alle miteinander zusammen. Und
Zwar kriegen wir die Verteilungsfunktion von t einfach, indem wir x kleiner gleich t einsetzen, das Maß, oder indem wir das Bildmaß minus unendlich bis t einsetzen. Genau. Hier stimmt irgendwas nicht ganz genau. Da steht vielleicht ein S gleich dazwischen. Hier dazwischen drin. Genau. Können wir gleich wieder korrigieren. So. Also Bildmaß von minus unendlich bis t ist gleich dasselbe wie die Wahrscheinlichkeit von x minus t. Da schauen wir immer das Urbild an. Oder f von t oder das Integral von minus unendlich bis t. Dann kommen wir zum nächsten Satz, der Dichte-Transformationssatz. Hierfür brauchen wir, dass x wieder eine Zufallsgröße ist. Wir haben eine Dichte und wir sagen, y ist phi von x mit phi irgendeine Funktion, die sozusagen x transformiert. Und jetzt wollen wir die Dichte von y, also g von y oder f unterstrich y haben. X ist reellwertig und hat die Dichte phi. Dichte f und phi ist eine C1-Funktion auf R. Die Ableitung ist ungleich 0, das heißt, entweder ist monoton steigend oder monoton fallend. Das muss gelten. Und dann gilt, dass y von phi, also y definiert ist als x von phi und die Dichte ist gegeben durch phi invers. Deshalb brauchen wir sozusagen hier, dass monoton ist, dass wir die Inverse bilden können von y mal die Ableitung von der Inversen, davon der Betrag an der Stelle y. Das ist die Definition dafür. Also wir setzen in f das Inverse von phi ein an der Stelle y und Betrag von der Ableitung. Und dann haben wir einen Spezialfall, wenn zum Beispiel phi irgendeine lineare Funktion ist, dann ist die Dichte von y einfach gegeben als f von y minus d, wobei d sozusagen der Verschiebungsfaktor ist hier. Geteilt durch c, das ist sozusagen die Steigung, mal 1 durch c. Den Spezialfall brauchen wir wahrscheinlich am öftesten, sonst müssen wir hier komplizierte inverse Funktionen ausrechnen. Okay, das war's für diese Zusammenfassung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.